Hey Leute, was geht? Zahler 11. Max Holz am Start von WePlay Oldschool Geilsten Oldschool Gamer der Welt. Die abgefuckteste Oldschool Gamer. Die abgefuckteste Oldschool Gamer. So, ich muss euch was sagen. Wir haben eine neue Version runtergeladen von Horn, The Real Slender Game. Wie gesagt, ein Patch. So eine Art Patch. Version 1.1 ist heute erschienen. Da haben die Entwickler so Speicherprobleme gefixt und gibt es auch Xbox 360 Controller Support jetzt. Und ja, der Slender an sich, der soll irgendwie anders aussehen. Ja, etwas. Das Slender Modell wurde überarbeitet und ich glaube, es gibt einen neuen Bereich. Deathcamp heißt es hier auf der Karte irgendwo. So, und wir zocken auf Noob übrigens, by the way. Wir hatten nämlich den gestern. Für uns war das gestern die Aufnahmen. Das war nicht zu machen. Der hat einen ständig geschnappt. Und den hat man noch so technische Probleme. Ja, also ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge, da war ja da hier 11, hat ja doch abgekackt sozusagen. Der wurde ja irgendwie gefangen vom. Ich bin ja auch so aus der Fabrik raus mit zwei Seiten, gerade so rausgekommen. Und ja, da hat er mich dann irgendwann doch erwischt. Richtig. Und ich habe nochmal versucht, dann am selben Abend dachte ich so, ach, das will ich jetzt nicht zeigen, wie ich hier ewig nach den Seiten suche, nochmal in der Folge, weil ich muss hier nochmal suchen, nochmal in der Fabrik, ne? Ich wollte zur Fabrik, aber ich habe es echt nicht gepackt. Ich weiß nicht, ich habe es vielleicht 10 Mal probiert, mindestens, und der hat mich immer wieder geschnappt, ey. Und danach war ich so gefrustet, hatte ich so dermaßen Wut, ja, da wollte ich, what the fuck? Was war das denn? Hast du gesehen? War das ein neues Slender jetzt? Ich glaube, das war ein neues Slender abgefahren. Sieht aus wie eine Medusa hier. Medusa, ja. So ein Medusa, Krankenwesen. Genau. Ja, wie gesagt, ich war so gefrustet, hab mir gedacht, Alter, ich fange jetzt auf Noob an. So, das ging aber nicht auf Noob, weil auf Noob gibt es ein Speicherproblem. Der jetzt gefixt wurde. Richtig. Wenn ich auf Noob gespeichert habe, hat das immer meinen Spielstand auf normal geladen. Das wollte ich ja nicht. So habe ich gedacht, Alter, kommt der E-Version 1.1 raus, warte ich auf Version 1.1 und zocke ich da auf Noob weiter. So, und auf Noob ist der Slender nicht mehr so aggro. Und ich habe endlos Taschenlampe, was geil ist. Und für euch ist das geil, mal, ihr seht wieder mehr. Richtig. Und es wird nicht so krass finster, ja. Also es bleibt halt immer so bläulich hell hier, so durch den Mondschein. Und man sieht halt alle Umrisse so von dem, was im Hintergrund ist. Und es ist einfach nice. So, ich würde sagen, ja, wie gesagt, Restart, komplett neu anfangen und sollte jetzt eigentlich ganz fluffig gehen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zum Haus. Guckst du auf die Uhr, ja? Okay. So, Hey, watch. Oh. Und sollte ja ein bisschen entspannter werden jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also, da hatte ich echt keinen Bock drauf. Ich meine, der hat mich ja nur noch gekriegt. Ich meine, es war so frustrierend und ich will ja auch noch Spaß am Spielen haben, ne? Und ich glaube auch auf dem Schwierigkeitsgrad passt es halt, dass noch Schocker vorhanden sind. Aber halt, dass es einfach nicht so affig schwer ist hier. Hoffen wir mal, dass es so wirklich stimmt, dass das mit dem Speichern funktioniert. Ja. Und es hast gehört, ein Speichergeräusch bei der Schreibmaschine war jetzt. Das war vorher nicht in Version 1.0. So, mal die Seite schnappen hier im Häuslein. Und der soll ja auch nicht mehr durch Wände glitschen können. Richtig, genau. Bei Version 1.0, da war der Glitch. Da hat der mich ja zum Beispiel in der, glaube ich, Folge 1 gleich im Haus hier wischt es ja durch die Wand durch. Was ja eigentlich Quatsch ist. So, Seite. Und ich habe gesehen, es ist eine Seite mehr, weil, hast du vorhin gelesen? Nee. Oder eine Seite, wo ich die erste Seite aufgesammelt habe beim Auto, stand da noch 13 über. So. Ja, normalerweise steht der jetzt da. Normalerweise stand, glaube ich, bei Version 1.0 11 Seiten über oder 12 zumindest. Also entweder es ist ein oder zwei Seiten. Ja, mach ein scheiß Büchlein auf. Ja. Ja. Hier steht immer nur von 10. Aber halt oben, weißt du? Wenn ich die Seite gefunden habe, steht doch immer, wie viel noch über sind. Auf jeden Fall sind es mehr als 10 Seiten. 13 oder 14. So. Ab geht's.
geht ja der Peter. Und ich habe auch noch rausgefunden, wir sind hier schon zigmal, tausendmal dran vorbeigelaufen. Hier an diesem komischen Dreieck, da das Dingens. Und hier ist ein Kornfeld. Und da ist irgendwie so eine Art Fernseher drin. Und da hängt eine Seite noch dran. Da will ich jetzt mal hingucken. Also ich schätze mal, also da müsste das ja hinter dem Haus eigentlich direkt sein jetzt. Ich laufe einfach mal hinterm Haus lang. Boah, alter Schwede. Alter, der sieht echt aus. Der sieht echt abartig aus, Junge. Ey, also ich finde ihn deutlich besser als diese komische Geistergestalter. Ja, passt doch, ich meine. Ich dachte, dass es so eine Art Chemieopfer war. Ja. Oh, muss ja denn Chemie irgendwas mutiert sein oder so. Hä, wir sind jetzt bei den giftigen Pflanzen. Oh, weiter okay. Links denn da. Links. Ja, warte mal, ich sag, kann mir gleich mal die Seite einsammeln, die aber. Ja, dann suchen wir. Ja. Ja, na, das soll ja irgendwie so ein chemisches Experiment gewesen sein, wo du denn irgendwie Leute zu Geistern machst oder so. Alter, wo ist denn jetzt hier die Seite? Hier war doch eine Seite. Ja, musst du suchen, halt, wa? Ach, da. So, jetzt muss ja da stehen. Es ist 11 left. Oh Mann, 11 Seiten. Wo sollen denn die alle sein? Hey, gute Frage. So, ja, wo war jetzt das, hier, glaube ich. Ja, hier ist ein Feld, Kornfeld. Ja. Irgendwo war doch hier. Hier ist ein Eingang gewesen, links, links, links. Also irgendwo war der hier. Ich hab das noch nie gesehen. Kann ich dir nicht sagen. Nach was man da Ausschau halten muss. Ja, das flimmert halt. Also ist eigentlich gar nicht so... Ist es denn auch auf dem Loop? Ja. Hä? Oder ist das halt nicht immer auf... Oder in nicht mit drinne der Fernseher? Na. Ich... Eigentlich schon. Hä? Musst du wissen, wo du den mal gefunden hast? Ich habe jetzt so die Orientierung verloren, ehrlich gesagt. Tja. Naja, das war in dem Kornfeld. Wo bin ich jetzt? I'm bad in Kornfeld. Wo sind denn okay. Im scheiß Kornfeld? Hm. Na, dann würde ich... Ach, ich gehe nochmal zurück. Also hier müsste es jetzt im Haus gehen, theoretisch. Hier ist der Wald. Ach, den kann ich ja gleich die Seite schnappen im Wald hier. Ich muss schon sagen, es ist deutlich angenehmer, dass er nicht so oft auf den Piss geht. Das linke große Baum. Ja. Richtig. Und ich finde es auch viel geiler, dass man hier wenigstens mehr sehen kann. Ich meine, gruselig ist ja gut und schön so, ne? Aber dann gar nichts mehr sehen. Ich meine, das ist einfach nur frustrierend, finde ich, ey. Muss nicht sein. Dann kannst du hier gleich eine Augenklappe drauf machen und so versuchen, ein Videogame zu zocken. Und ich finde, es ist immer noch gruselig genug. Ey, ich glaube, wir haben gefunden. Jawohl. Ah, ein Fernseher in der Mitte von einem Kornfeld. Das ist seltsam. Ja, finde ich auch. Und auf dem Fernseher läuft Frankenstein. Okay. Okay, ich verpiss mich. Aber nice gemacht, erinnert mich irgendwie an Max Payne, da kam ja auch mal diese Fernsehsendung. Oder The Darkness, glaube ich. So. Ja, das kennen wir ja schon. Jetzt muss ich überlegen, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Ach, siehst du. Genau, hier, okay. Das bei dem Baum war mal ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Bunker. Ich verpiss mich. Wo ist er? Oh, fuck. Ah.
Alter, der sieht echt abartig aus. Aber sowas von. Mit den Tentakel-Dingern. Alter, das Schwede. Erinnert mich auch ein bisschen an wie Call of Cthulhu, dieses Krakenmonster da. Geht das hier nicht irgendwie links lang, müssen gerade? Ich glaube, ich bin richtig. Irgendwann musst du. Ja, so. Links von dir. Oh, guck mal hier. Neu eingezeichnet. Oh, fuck. Ah! Da war eingezeichnet Deathcam. Alter, verpiss dich, Slender. Das scheint der neue Ort zu sein, also irgendwo rechts unten an der Karte. Also haben sie die Karte nicht vergrößert, die haben bloß einfach noch irgendein... Ja, noch ein Areal dazu gemacht. Also draufgesetzt, also so das, was halt leerer Raum war, also wo eigentlich nur sinnlos durchgerannt bist, haben sie einfach nur noch eine Ecke hingesetzt. Denke ich mal hingucken nachher. So. Müsste gleich irgendwo die Seite sein. Ich glaube, die ist nicht so krass versteckt. Bei Noob ist es nicht so schwierig. Auf jeden Fall hier ist eine Schreibmaschine, kannst du ja schon mal schreiben. Ja, auf jeden Fall. Safe Game. Tipp, 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 tipp. So, ey Leute, wo habt ihr denn die Seite hier versteckt? Sonst musst du hier mal vielleicht auch unten im Gang. Rechts. Warte mal, guck mal hier. Guck doch einfach jetzt runter in den Gang, ist doch egal. Ja. Ansonsten finde ich es ein bisschen seltsam, weil. Naja, okay. Ja, und wie gesagt, auf Noob muss man auch keine zusätzlichen Fotos mehr finden. Da geht es nur noch um die Seiten. Und die sind generell. Oh, oh. Da unten ist er drin gewesen, wa? Hoffe ich mal nicht. Sein. Zumindest habe ich gedacht, ich habe was gesehen. Ich denke nicht. Wo ist die Seite hin? Eigentlich. Das ist ein bisschen scheiße, weil. Irgendwo muss doch hier die Seite im Bunker sein. So. Nö, aber so macht's Spaß. Also auf dem Schwierigkeitsgrad ist, finde ich's cool. Hat nicht mehr so einen Frust. Oh, der ist da irgendwo. Wahrscheinlich hinter mir. Oder links. Hallo, Slendy. Slendy. Slendy, Slendy. Oh, oh, Slendy. Wo bist du denn? Papa, Zucker für dich. Scheiße, Slendy. Wer ist dein Sugar Daddy? Ja, also scheinbar, hey, keine Ahnung, kommt die nachher denn noch? Die, ey, Alter, ich wollte übersehen, Junge, das hat so geblendet von der Lampe. Ja. Ah, okay. Ich geh mal speichern. Die Nase krabbelt. Teddy Heuschnuppen. Immer noch erkältet. So sieht's aus. Ein Erkältungsschwinz. Sieht man mir vielleicht auch an. Obwohl, nach einer Nachbearbeitung. Oh, 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 oh. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, der war direkt neben dir. Alter. Ah! Boah, Alter. Vielleicht in der Nachbearbeitung, denn dann sieht man das ja dann nämlich. Wenn du das Video, die Webcam mit Facecam. Ja, da ist alles zu blau. So. Okay. Dann mal überlegen. Naja, gehen wir mal hier lang. Einfach weiter. Hey. Ja, dann bleibt mal wenigstens einigermaßen auf dem komischen Weg, der gerade zu sehen ist. Okay. Ah, ich weiß, warte mal. Da siehst du, jetzt kann man viel mehr sehen. Oh, das ist eine Hütte. Da ist eine Hütte, ja. Da hinten ist auch die Fabrik, man sieht's schon. Da wird bestimmt auch wieder Sandy rumrennen, der Drecksack. Ja. Oh, Taschenlampe hochdrehen. Keine Seite. Okay. Ich glaube, ich gucke mal in die Fabrik. Wie viel haben wir eigentlich noch? Ein bisschen. Okay. Piept das irgendwie, oder? Nee. Okay. Oh, fuck. Ist einfach, nur, einfach nur Stoppuhr angemacht. Nein! Ja, irgendwie kann das sein, dass der ihn länger verfolgt jetzt. Wo ist denn denn? Der ist hinter mir. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Alter, ich mach mal Taschenlampe aus. Ah. Okay. Also, scheiße. Ja, ganz doof ist der auch nicht. Nee. Ich habe einfach nur Stoppuhr angemacht. Gucken, wie viele Minuten jetzt vorbei sind. Okay.
Aber ich hab ja ein bisschen später angemacht, keine Ahnung. Wie viel? Drei, vier Minuten oder so? Ja. Slendy, Slendy, Slendy. Ach, und bei dem Pech soll irgendein Glitch am Zaun irgendwie behoben sein. Oh, keine Ahnung. Ja, irgendein Zaun, Teleportierfehler, was auch immer. Vielleicht, dass man da hängen bleibt oder so. So. Aber, ja, keine Ahnung, war Woody das meint. Ja. Was mir aufgefallen ist, dadurch, dass man jetzt mehr von der Grafik sieht, ist die Framerate ein bisschen schlechter, aber geht noch. Ja, ist ja logisch. Hallo? Ging es nicht immer hier durch? Das war der Glitch, den sie weggemacht haben. Ernsthaft? Seid ihr scheiße? Der war doch hier, ne, hinter, direkt hinter, ja, da hinten. Genau. Na, wie soll ich denn jetzt sonst hier reinkommen? Verstehe ich nicht. Ja, musst du den Zauber da brennen, wa? Oder einen Schlüssel finden? Hä? Das ist doch kacke. Echt ernsthaft? Oh, okay. Na gut, okay. Scheiße. Boah, na das aber. Oh, das ist aber kacke. Wo sollen wir jetzt den Schlüssel herkriegen? Ich gehe erstmal zu der Engelstatue, dann würde ich sagen. Na toll, das war unser Glitch, den sie weggemacht haben. Scheiße. Ey, siehst du, das wusste ich gar nicht, dass du, dass das nicht gewollt war. Ich dachte, das war gewollt, dass du da. Ja, war ja groß genug, weißt du, die Lücke. Ja. Dass du das finden musst, halt. Ja. Ah, Schweine. Nein. Oh, verdammt. Unser Lieblingsblatt weggenommen. Eben. So. Ich müsste hier gleich in der Nähe sein. Oh. Slendy ist irgendwie, hat sich jetzt beruhigt langsam. Ja, der macht sich nur bereit für die nächste Attacke. Aber Alter, das haben die echt cool gemacht. Also ich finde es deutlich besser als das, was vorher war. Das stimmt wohl. Komische Fernsehgestalter. Scheiße, wir sind jetzt wieder im Bunker. Hä? Sind da, ey. Oh, danke, danke und entschuldigt. Okay, Bunker. Hm. Ich würde sagen, ich renne mal jetzt hier rüber, querfeld ein hier. Zu dem neuen Bereich? Ja, na erstmal zu dem Haus auf dem, auf der, zu dem, zu der Hütte auf dem Berg da. Weißt du? Alter! Nicht ärgern jetzt! Alter! Nicht ärgern! Hör auf! Nein! 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 Ja, wo ist er aber? Irgendwo. Scheiße. Hinter mir ist er. Alter, hör mal auf, mich zu verfolgen, Junge. Hör auf. Ich will nur mal auf die Karte gucken. Was will ich auf die Karte? Nee. Okay. Nee, das wollte ich doch letztens schon nicht. Ja, okay. Gut, okay. Aber ich müsste richtig sein. Er hat aber mal irgendwas dagegen, dass man noch auf die Karte guckt. Lauf. Aber echt krass, wie schnell der mal aus der Puste ist, ey. Ich meine, ist ja schlimmer als ein Raucher. Ohne Scheiß. Naja, der Puls ist ja die ganze Zeit oben. So, Kapelle geht's da lang. Okay. Also doch, oder? Dam. Okay, 6 von 10. So. Auf dem Weg bleiben, nicht irgendwie anfangen mit. Da noch ein Hütchen. Noch eine. Oder? Was ist das denn? Ach so. Was ist das? Der neue Bereich. Abgefahren. Na, ich gucke erstmal hier lang. Ich brauche die Seite. Vielleicht gibt es da ja auch eine Speicherstand irgendwie. Okay.
Also ich würde sagen, ich schnapp mir erstmal die hier, dann noch die auf dem Berg da die Seite. Und dann erstmal speichern. Ich meine, komme ich ja sowieso zum Speicherstand. Okay. So. Das heißt, ich kann einfach hier durchlaufen. Müsste ich dann irgendwo auf das, auf den kleinen Berg denn kommen? Ich habe keine Ahnung. Das sieht auf einmal ganz anders aus, jetzt wo man so viel mehr sieht. Ah, hier ist noch eine Hütte. Okay. Das ja, lassen wir mal hier ein bisschen verschnaufen, dass du ein bisschen Zeit hast zum Rennen. Ah, okay. Ist ja dann dauerhaft Rennen. Ja, stimmt. Falls Slendy kommt, dass ich hier ein bisschen sprinten kann hier. Okay. Dauert halt ein bisschen länger, aber. Langsam. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich der Slendy. Na, hoffen wir mal nicht. Ja. Okay, wir sind, glaube ich, richtig. So wie es aussieht. Ja. Okay. Da oben ist eine Schreibmaschine. Los. Kann man ausmachen hier. Echt cool, wie viel man hier sieht, ey. Wahnsinn. Das hat was irgendwie Unterwasserwelt. Ja, wie unter Wasser, so SpongeBob. SpongeBob Slender. Slendy, wo bist du? Das ist wie mit. Kennt ihr die Geschichten, die man sich früher so erzählt hat? Man soll um Mitternacht sich vor den Spiegel stellen und dreimal Candyman rufen. Candyman. Und dann soll er angeblich kommen. Gab's ja auch. Hoffentlich wohl. Ja, den gab's auch als. Ich glaube, jetzt könnten wir Platzwechsel machen. Ja. So Leute, okay, also ich hoffe, war cool. Und ihr habt diesmal mehr gesehen. Denke ich, läuft fluffiger jetzt, ne? Und neue Version und alles, ne? Okay, also wir sehen uns dann bei Folge 4 hier wieder. Mit Elfen. Zarten Elfen. Und dann schauen wir auch mal ins Deathcamp in den neuen Bereich. Also wir sehen uns, bye bye. Haut rein.